In Leipzig haben am Abend mehrere tausend Menschen gegen die hohen Preise und die Energiepolitik der Bundesregierung demonstriert. Die Linkspartei hatte zu einer Kundgebung gegen soziale Kälte aufgerufen. Dazu kamen nach Schätzung etwa 2000 Teilnehmende. Etwa halb so viele Beteiligten. Und ich höre gerade, ja, wir machen mit einer anderen Meldung weiter. Entschuldigen Sie bitte. Die Entscheidung von Bundeswirtschaftsminister Habeck, der drei verbliebenen AKW in Reserve zu halten, am Atomausstieg aber festzuhalten, hat ein geteiltes Echo ausgelöst. Unterstützung signalisierten Grüne und SPD. CDU-Chef Merz bekräftigte seine Kritik. Stromerzeugungskapazitäten derzeit stillzulegen sei völlig absurd, sagte er im Deutschlandfunk. Ähnlich argumentiert der Koalitionspartner FDP. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Fraktionschef Dürr: Ich weiß, dass das für die Grünen ein sehr schwieriges Thema ist, aber besondere Umstände erfordern eben auch leider besondere Maßnahmen. Niemand wünscht sich deutliche Laufzeitverlängerung sozusagen aus politischen Gründen, aber es ist zurzeit wirtschaftlich notwendig. Aus Gründen der Energiesicherheit ist es nötig. Und deswegen, und das sagen wir nicht erst seit gestern, schon seit einigen Monaten sind wir sehr dafür, diese Laufzeiten zu verlängern, auch gegebenenfalls neue Brennstäbe zu bestellen, damit mehr Menge eben in den Markt kommt. Die Preise müssen runter. Weil sie jetzt den Strompreis senken würden, ist ein Märchen. Und ich würde massiv davon abraten, diesem Märchen auch tatsächlich zu folgen. Gleichzeitig ist es richtig, dass die Herausforderungen gewaltig sind. Sie haben sie beschrieben. Aber gerade Frankreich zeigt doch, dass jetzt zu glauben, wir machen einfach ein paar AKWs mehr auf und an und dann ist gut, ist einfach nicht wahr. Und deshalb gilt es, dass man natürlich auch Einsparmaßnahmen vorsieht, in Effizienz auch investiert. Aber natürlich müssen wir erstmal über diesen Winter. Und dafür werden die Vorkehrungen getroffen.